Meine ersten Erinnerungen sind eigentlich die an wehende Gardinen. Ich muss etwa so 3 Jahre alt gewesen sein. Mein Vater war ja Lehrer und hatte dann Sommerferien. Und es brach, wenn wir dann verreisten, von Sommerfrische ein Wort, was heute relativ unbekannt ist. Wahrscheinlich hat er es aus seiner Dresdner Heimat mitgebracht. Gehört. Geboren bin ich 1932. Am 1. Juni. Und ja, ich war sozusagen zweites Kind eines Doppelpacks. Denn ich habe ja einen Zwillingsbruder, der eine halbe Stunde vor mir geboren worden ist. Meine Mutter stammt hier aus der Bremer Gegend, Rothenburg an der Wümme, von einem Bauernhof und war also einem Häuslingshof, war es also war gar kein richtiger Bauernhof. Und war alles Dienstmädchen in Stellung in Bremen am Barkhof, hieß die Straße, da wo mein Vater Lehrer war in der Schule am Barkhof. Und da haben die sich kennengelernt und, weiß ich nicht, Gegensätze ziehen sich an und wo die Liebe so hinfällt. Vater kam als Lehrer mittags oder spätmittags nach Hause. Und dann haben wir zu Hause am Mittagstisch zusammengesessen und abends natürlich auch. Und da fiel dann mal dieses oder jenes Wort. Da hörten wir dann mal so wie, wenn mein Vater aus seiner Schule erzählte, der ist nicht in der Partei, der ist nicht in der Partei, der ist aber jetzt eingetreten und so weiter und so fort. Und darauf bezog sich eigentlich zunächst mal unsere Kenntnisse, bevor wir dann weiter nachfragten, was es denn mit dieser Partei eigentlich auf sich hatte. Mein Vater war nie in der Partei, war nie in einer Parteiorganisation, auch nicht im, ich glaube, NSLB hieß das, Unternehmen Nationalsozialistischer Deutscher oder Nationalsozialistischer Deutscher Lehrerbund, da war mein Vater kein Mitglied. Mein Vater war eigentlich auch gegen jegliche Uniformen und Uniformträger waren für ihn so etwas wie, ja, ich hätte beinahe gesagt, ein Gräuel. Das mochte er nicht.